KinoCast. Hallo und willkommen hier zum neuen KinoCast. Hier ist der Erik, ich begrüße heute mal zuerst hier und ich begrüße auch in der Leitung den Chris, hallo. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Genau, dann sparen wir nämlich Zeit, dann muss ich das jetzt nicht machen. Ja, super, dafür reden wir drüber, dass wir Zeit sparen. Und ich habe gehört, heute wird noch jemand zu uns stoßen. Da warten wir erstmal ab, ob das klappt. Special Feature Guest Gedöns. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was auf der Agenda heute. In der Sneak Preview lief der Film, der auch bei den Filmfestspielen in Cannes lief. Das muss ja nichts Gutes heißen, wie wir bei Titan gelernt haben. Der kann gut sein, muss aber. Ja, genau. Der heißt Emilia Perez und mit Zoe Saldana und mit Selena Gomez und noch ein paar anderen. Ja, den werde ich dann gleich vorstellen, weil den habe ich in der Sneak Preview gesehen. Dann haben wir natürlich für euch nur hier die offiziellen Kinocharts der Innenstadtkinos Stuttgart und die Neustarts der Woche werden wir euch vorstellen, so die wichtigsten zumindest. Bei den Heimkinofilmen lese ich hier King Fu Panda 4. King Fu? Habe ich King Fu geschrieben? King Fu. Oh, ich habe King Fu. Ja. Oh, das ist, wenn du es am Handy einträgst. Ich meine natürlich Kung Fu Panda 4 steht hier drin. Und Don't Move, den ganz neuen Film auf Netflix. Netflix. Da habe ich eigentlich gewartet, ob der Chris mir irgendwie in unsere Gruppe schreibt, ob der sich lohnt, da noch zu gucken. Da hätte ich nochmal schnell reingeguckt, aber kam nichts. Vielleicht ist das schon Antwort genug, Erik. Vielleicht ist das schon Antwort genug. Man weiß es ja noch nicht. Da habe ich dann halt nur den Schläferz geguckt, der da heißt Octaman. Da werde ich vielleicht mal ein paar Worte verlieren. Denn ich habe festgestellt, es klicken sehr viele über das Stichwort Schläferz bei uns drauf. Deswegen, vielleicht verliere ich da ein paar Worte. Bei den Serien steht auch was drin, da müssen wir mal schauen. Lincoln Lawyer Staffel 3 habe ich auch schon angefangen zu gucken. Und Chaos, mal gucken. Ja, fangen wir doch mal an. Emilia Perez, das muss ich natürlich hier alleine vorstellen, was sehr schwierig ist. Wäre schön gewesen, wenn der Chris mit dabei gewesen wäre. Der hätte vielleicht ein bisschen mithelfen können jetzt bei der Filmvorstellung. Denn der Film hat es in sich. Also es ist halt auch ein Festivalfilm, ist nicht umsonst auf dem Filmfestival gefeiert worden. Vielleicht werden sich einige Hörer erinnern. Ich war ja tatsächlich in Cannes, aber kurz nach den Filmfestspielen. Und da hat das natürlich noch ein ganzes Stück nachgewirkt. Und da gab es auch noch so ein paar Empfänge und Feiern und Partys von irgendwelchen Filmfirmen und so weiter. Und da habe ich auch ein bisschen was zu Emilia Perez irgendwie gehört. Da habe ich vorher noch nie gehört. Dachte ich, was ist denn das? Und wenn man sich den Trailer anschaut, der ja auf kinocast.net bei der Sneak-Abstimmung verlinkt ist, kann man so ein bisschen einen Eindruck gewinnen. Allerdings gewinnt man da einen leicht falschen Eindruck, würde ich sagen. Weil ich habe mir den danach mal angeschaut. In dem Film geht es erstmal darum, wir befinden uns in Mexiko, obwohl es ein französischer Film ist, also befinden wir uns komplett in Mexiko und der Film hat auch, würde fast sagen, Spanisch mit als Hauptsprache, die aber dann halt auf Deutsch untertitelt ist. Allerdings wird da auch sehr viel halt Deutsch gesprochen in der Synchronisation, original wahrscheinlich, vielleicht Englisch, weiß nicht. Jedenfalls, Zoe Saldana ist eine Anwältin, eine Rechtsanwältin, allerdings arbeitet sie nicht in so einer Kanzlei wie hier der Lincoln Lawyer, der so seine eigene Kanzlei hat und alles macht, sondern sie arbeitet für einen anderen Anwalt und arbeitet ihm zu. Sie steht halt quasi in seinem Schatten, weil sie arbeitet ihm halt über die Wochenenden und in ihrer Freizeit jede Menge Zeug aus und er glänzt dann halt mit ihren Ausarbeitungen, mit quasi mit den, Schlussplädoyers zum Beispiel, die halt sehr, sehr gut geschrieben sind und sehr scharfzüngig und eloquent geschrieben sind, was sie aber alles eigentlich geschrieben hat. Sie ist so ein bisschen, sie schreibt ihm das alles vor und er glänzt halt so, Punkt. Und eines Tages wird sie aber auf der Straße entführt in Mexico City, also wir befinden uns in Mexico City. Und was ja durchaus gang und gäbe ist, es werden ja sehr, sehr viele Personen in Mexiko entführt und dann irgendwie Lösegeld erpresst. Und die Mafia ist ja da sehr stark, das Kartell und so. Hatten wir auch schon, wurde ja schon in diversen Filmen thematisiert. Und im Trailer sieht man das auch. Sie bekommt halt so eine Kapuze über den Kopf und wird halt verschleppt. Und als sie dann wieder die Kapuze abgenommen bekommt, sitzt sie jemandem gegenüber und
der sagt dann, flüstert so mit so gefährlicher Stimme so, ja, weißt du, wer ich bin? Und sie sagt so, ja, ich glaube schon. Und sie erkennt da den größten Kartellboss in Mexiko, der ihr gegenüber sitzt. Und er sagt halt, ja, er hat ein paar Themen und er braucht halt eine Anwältin. Und er glaubt, sie ist ganz gut und sie kann mehr, als sie zeigen kann, gerade aktuell. Und er hat halt schon einige Anwälte verschlissen und er führt es nicht weiter aus, was er mit denen gemacht hat, aber man kann sich's denken. Und er sagt dann halt auch, ja, du könntest für mich tätig sein hier, du bekommst 12 Millionen dafür. Allerdings ist es so, wenn ich dir sage, um was es geht, dann hängst du drin, ja, dann kommst du da nicht mehr raus. Also du kannst da nicht sagen, nee, also das mache ich nicht, ich gehe wieder zurück in mein altes Leben, es funktioniert so nicht. Also er kauft quasi ihr Leben für die 12 Millionen, weil ganz klar ist, wenn sie da irgendwann keinen Bock mehr drauf hat, dann hat sie nicht mehr lange über der Erde zu verbringen, ja. Und sie nimmt das aber an, weil sie irgendwie gerade auch so in so einer Sackgasse ist, beruflich gesehen, und sie struggelt da so durch ihr Leben und ist aber eigentlich, macht sie sehr viel. Und ja, das werde ich jetzt auch erwähnen, was dann kommt. Man sieht es auch im Trailer halt. Ich habe deswegen extra nochmal den Trailer geguckt, denn der Kartellboss eröffnet ihr, dass er schon seit vielen Jahren, seit der Kindheit, fühlt, dass er irgendwie im falschen Körper ist. Er möchte gerne eine Geschlechtsumwandlung haben. Und was natürlich noch weitere Probleme nach sich zieht, weil er natürlich so als tougher Kartellboss, wo er die ganzen Leute im Griff haben muss, so diktatorisches Regime, also er hat da wirklich einen riesen Staff, die ihm alle blind folgen und für ihn in den Tod gehen und so, was natürlich dazu führen würde, wenn er dann plötzlich quasi zur Frau wird, also das würde alles zusammenbrechen. Deswegen braucht er halt so eine Art Exit-Strategie, wie er dort rauskommt. Und vorher muss natürlich auch alles klargestellt sein mit der Operation, die dann folgt. Also er hat wohl selber schon Hormontabletten genommen, schon seit einiger Zeit. Und er braucht jetzt halt diese Operation. Und da muss er natürlich auch jemand haben, der absolute Verschwiegenheit hat. Und ja, dann braucht er auch noch eine Exit-Strategie für seine Frau, gespielt von Selena Gomez, und für seine zwei Kinder. Und sie besorgt dann, also Zoe Saldana besorgt dann für die Frau und Kinder in der Schweiz ein Haus und organisiert dann halt auch, dass nach der OP, dass er dann, oder quasi das so aussieht, als wäre er getötet worden, damit er halt von der Bildfläche verschwinden kann. Und allerdings hat der Kartellboss seiner Familie das überhaupt nicht eröffnet, was er vorhat. Das heißt, Selena Gomez weiß davon gar nichts und sie soll auch davon nichts wissen. Sie soll halt da mit ihren Kindern in Sicherheit leben, sind finanziell ausgesorgt, und er will halt dann als Frau alleine leben. Und das ist so mit so der erste Teil des Films. Und der Film hat eigentlich so vier Teile. Also man merkt schon, da steckt wirklich sehr, sehr viel drin, sehr, sehr viele Themen, sehr viel, denn Zoe Saldana im zweiten Teil arbeitet sie dann in London als Anwältin, ihr geht's halt gut, sie hat halt auch die 12 Millionen, damit hat sie einen guten Start gehabt, und eine Frau tritt an sie heran und sie stellt dann fest, oh, das ist ja er, / sie, ja, also der, und er oder sie, wie soll ich es eigentlich nennen, also S, ja, sie S, eröffnet. Nein, es ist sie. Sie, genau, sie ist ja dann sie, genau. Sie eröffnet ihr dann, also Zoe Saldana dann, ja, sie kann nicht mehr ohne die Kinder leben. Also sie will die Kinder wiedersehen und die Frau auch, und sie soll dann mal organisieren, dass sie sich mal irgendwie sehen. Und das ist dann so der zweite Teil des Films. Hier wird dann Selena Gomez hat sich mit den Kindern nicht so richtig wohlgefühlt in der Schweiz. Die Kinder schon, die mochten dann irgendwann das Skifahren und alles und sind auch auf eine gute Schule gegangen und alles. Aber Selena Gomez hat schon die Sonne von Mexiko vermisst und so. Da war halt alles immer Schnee und schmuddelig und so. Das mochte sie nicht. Zoe Saldana soll dann Selena Gomez dann eröffnen, so, hey, es gibt noch eine Cousine von deinem Ex-Mann, von deinem verstorbenen Ex-Mann, die würde sich gerne um euch kümmern, die hat ein gutes Haus in Mexiko und da könnt ihr wohnen. Und
So ziehen die dann wieder nach Mexiko und die Cousine, in Anführungszeichen, ist natürlich sie, also der ehemalige Mann. Und ja, dann leben die zusammen in dem Haus, was allerdings auch durchaus Schwierigkeiten hat, denn dadurch, dass sie natürlich die Kinder auch sehr, sehr liebt und so, das hatte ein bisschen komisches Geschmäckle da, wie sie mit den Kindern umgeht. Und dann ist auch so, Selena Gomez hat natürlich, weil schon einige Jahre jetzt dazwischen gelegen haben, ich glaube 5 Jahre standen mal da in der Zeittafel, ist sie natürlich auch, sie hält ja ihren Mann für tot und ist natürlich jetzt daran interessiert, auch vielleicht eventuell wieder andere kennenzulernen. Und das bringt dann einige Schwierigkeiten mit sich. Und ja, das ist so der zweite Teil des Films. Und der dritte Teil des Films geht dann auch darum, dass der ehemalige Bandenchef, also sie jetzt eine Art Hilfsorganisation in Mexiko aufbaut, wo verschwundene, von Banden verschleppte und umgebrachte Leichen irgendwie gefunden werden sollen, weil er da eben noch Draht in dieses Milieu hat. Wo dann eben, weil das ein großes Thema ist, viele, die können gar nicht trauern über ihre verschwundenen Angehörigen, weil die irgendwo verscharrt sind und so. Und dann sprechen die halt mit irgendwelchen Leuten, die im Gefängnis sitzen. Ja, wo habt ihr die Leichen vergraben? Und ihr könnt auch anonym jetzt auspacken, wir wollen nur die Leichen finden und so. So entsteht halt eine große Hilfsorganisation, wo er dann auch Zoe Saldana aus London mit reinholt, die dann für ihn mitarbeitet in dieser Hilfsorganisation. Ja, den dritten Teil des Films, den vierten Teil, Entschuldigung, den will ich jetzt mal nicht verraten, weil das dann doch noch ein bisschen überraschend ist. Es sind sowieso sehr viele überraschende Wendungen in diesem Film drin, also auch in den Teilen, die ich jetzt genannt habe, sind noch sehr viele Sachen, die da passieren, die man einfach nicht erwartet. Und rein filmisch gesehen war es schon wirklich ein ganz schönes Brett da für einen Montagabend. Geht über 2 Stunden der Film. Ist natürlich klar, wenn man so viel Story da reinpackt und so viele Wendungen. Und ein was habe ich noch bis jetzt noch gar nicht erzählt, da musste der Chris schon ein bisschen schmunzeln, wo ich ihm das in meiner kurzen Zusammenfassung erzählt habe. Jetzt bin ich gespannt. Der ganze Film ist sehr musicalartig, das heißt, es wird immer mal wieder gesungen. Also. Und Zoe Saldana, die kann echt gut singen, Selena Gomez natürlich auch, und das sind jetzt nicht so ganz so theatralische, Disney-Musical-hafte artige Szenen, sondern das sind dann teilweise auch richtige heftige Songs, die dann auch untertitelt sind. Und das macht diesen Film nochmal so ein bisschen weirder, weil dann plötzlich mal irgendwie gesungen wird, so kurz, wenn sie so eine Klinik besucht, wo so Geschlechtsumwandlungen durchgeführt werden, und wenn dann Leute auf dem Krankenbett oder während sie durch die Gegend geschoben werden auf so einer auf so einem Krankenbett, und die dann plötzlich irgendwie rumsingen und als Chor singen und so. Das ist alles irgendwie sehr, sehr weird und auch anspruchsvoll, der Film. Und ich konnte wirklich, also so am Tag danach wusste ich auch noch nicht, was ich von dem Film halten soll. Ich werde natürlich auf Arbeit immer gefragt, hey, hier in der Mittagspause dann, ja, und was lief gestern in der Sneak und so, was kam da, wie war der Film? Ich wusste echt noch nicht, was ich dazu sagen kann. Die Story ja, aber ich wusste noch nicht, ob ich sagen kann, dass der mir jetzt gefallen hat oder dass er mir nicht gefallen hat, ob ich da abraten würde davon. Mittlerweile bin ich aber in die Richtung, dass er mir durchaus gefallen hat und dass der sehr gut war und ich den wahrscheinlich sogar nochmal schauen möchte, um dann wirklich mal alles noch mitzukriegen, weil da wirklich sehr, sehr viel drin gesteckt hat. Und es ist ja wirklich kein einfacher Popcorn-Film. Und der Trailer ist auch ein bisschen irreführend, weil von der Art her sieht er ein bisschen nach Sicario aus. So nach dem Motto, sie kommt da mit dem Kartellchef zusammen und arbeitet für ihn. Und okay, da ist schon dieses Ding drin, dass er eine Geschlechtsumwandlung machen möchte. Und ja, aber so richtig, was dann alles noch für Kreise zieht und auch in was für eine Bedrohung sie die ganze Zeit steckt, dann auch wegen ihm, wegen dem, was sie sich da eingelassen hat, und auch am Schluss dann, was dann, gerade der vierte Akt des Films, ist auch nochmal sehr, sehr heftig, was da alles passiert. Ja. Also typischer Festivalfilm, würde ich mal sagen, wo wirklich sehr viel drinsteckt. Ich könnte mir sogar denken, dass der Film bei den Oscars eine Erwähnung findet. Ich denke mal, vielleicht auch bei
hier bei den Globes gibt es auch diese Kategorie mit Musical oder so. Vielleicht wird er sogar dort mit nominiert, weil das ja wirklich sehr musicalhaft ist, weil da so viel gesungen wird. Und ja, ich liege jetzt mittlerweile punktemäßig, ich glaube, so bei ja, 7,5, 8 Punkte. Ich würde mal sagen, 7,5 würde ich hier bei uns geben. Ich glaube, bei uns im Vote gebe ich 8. Da runde ich auf, weil der hatte doch schon irgendwas. Und wir gucken sehr viele Filme und sehr viele Scheißfilme und Filme, die du nach einer Woche vergessen hast und so. Der Film, der hat sich bei mir doch schon ganz schön eingebrannt. Also viele Szenen auch, die da drin waren, die auch sehr, sehr gut gedreht waren. Das kam auch noch mit dazu. War wirklich gut gedreht und von der Inszenierung her top. Und ja, weil geneigte Hörer werden ja wissen, ich habe es mit dem Musical nicht so. Und wenn mich dann doch mal so ein Musical-Film mitnimmt, dann muss der schon irgendwas haben. Deswegen vielleicht gebt ihr dem Film mal eine Chance, startet ab dem 28. November in den Kinos und dann ja, entflieht dann mal von der Realität in diesen Film rein, weil das kann der gut und guckt mal, wie er euch gefällt. Ich würde mich dann freuen, wenn ihr einen Kommentar auf kinocast.net dann da lasst, wenn ihr den gesehen habt. Vielleicht habt ihr den ja auch irgendwo in der Sneak gehabt, dann schreibt mal ein paar Zeilen, würde mich interessieren. Aber klingt auf jeden Fall super, super interessant, der Film. Also ganz starkes Thema und das nochmal so verstärkt in so eine Richtung rein zu hämmern, sage ich jetzt mal ein bisschen grob, mit Mafia-Boss und überhaupt, finde ich eine echt spannende Idee und deswegen klingt echt gut. Also von dem, was du erzählt hast, auch schon, was du mir davor schon erzählt hast, habe ich auch schon gedacht, so klingt nicht so schlecht, was du jetzt noch so ein bisschen ausführlicher gemacht hast. Also würde mich tatsächlich auch interessieren. Mhm. Auch wenn das 2,5 Stunden geht und oder nee, zwei Stunden 10, irgendwann, ja. zwei Stunden 12 oder sowas. Ich glaube, 10 Stunden, 10 Minuten waren dann Schrift, Abspann oder so. Ja, okay. Weil ja, okay, so viel. Dann, ja, aber trotzdem, es klingt extrem gut und wahrscheinlich so ein bisschen dieses Musical-hafte. Ja, mir fällt der Titel von dem Film nicht mehr ein, aber erinnerst du dich an diesen einen Film mit dem Kriegsfilm-Gedöns da, wo die da in den Krieg gezogen sind und da auch immer wieder gesungen haben? Ah, wie hieß das? Cyrano oder sowas? Cyrano, oder sowas ähnliches? Cyrano, ja. Ich weiß nicht, nee, war nicht Cyrano, war aber ein anderer. Ja, und der hatte ja auch so ähnlich starke Szenen, trotz Musical-Elementen, wo dir damals auch der eine Song auf jeden Fall auch gefallen hat. Deswegen, wenn dem Erik ein Musical-Film oder so ein Halb-Musical-Film gefällt, dann muss das wirklich was Besonderes sein. Ja, es waren halt nicht so diese typischen Musical-Songs, sondern das wirkte alles sehr modern und poppig, die Songs. Also es waren eher so, das waren dann so wie so eingeschobene Musikvideos. Ja, bin hier gerade noch bei filmstarts.de auf der Seite. Da hat ja auch der Michael Mainz hat da eine Kritik geschrieben. Und nach der allgemeinen Zusammenfassung hat er geschrieben, hört sich bizarr an und das ist es auch. Das fasert aus, driftet auch dank Selena Gomez in einzelnen Szenen in Richtung eines klassischen Musikvideos ab, wirkt mal höchst originell, dann angesichts der Thematik fast fahrlässig oberflächlich. Insgesamt überzeugt Emilia Perez aber doch als das, was alle Filme von Goldene Palme-Gewinner Jacques Audiard im Herzen sind, ein mitreißendes Melodram mit einem Schuss Pulp für die gute Laune. Ja, also das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, jawohl. Also, es ist auf jeden Fall nicht einfach, also für die Sneak ja auch, ey, wenn du da Montagabend sowas unvorbereitet vorgesetzt bekommst, ne? Aber es ist nur eine einzige Person rausgegangen, was bei so einem sehr special Film doch wenig ist, weil es doch irgendwie mitgerissen hat immer. Also ja. Eine Person, von der du es mitbekommen hast, sagen wir es so. Nee, wir waren ja im Gloria 2, ich saß ja ganz oben. Ja, okay, das heißt, und da siehst du ja wirklich gut, wenn da jemand rausgeht. Ja. Also, liebe Sneakgänger, die ja auch deinen Film geht, achtet darauf, der Erik beobachtet euch. Ja, zumindest im Gloria 2. He's watching you. Wenn wir im Gloria 1 sitzen, da kriegt man nicht so viel mit. Big Brotherly. Ja, die Asinta, die auch immer in das Sneak geht, ganz fleißig, der hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Also das habe ich schon mitbekommen während des Films, wo ich noch total verwirrt da saß. Also die fanden ihn richtig gut, glaube ich. Also wir können ja auch mal einen Blick in unsere Gruppe werfen. Grüße an der Stelle wolltest du auch noch sagen. Ne? Auf jeden Fall, Grüße. in unserer Gruppe, ja, zwei Personen haben 2 Punkte nur gegeben.
Dann fängt es an bei 5 Punkte mit einer Stimme und dann geht es eigentlich nach oben zu und haben sehr viele 9 Punkte gegeben. Wow. Und sogar eine Stimme für 10 Punkte bei dem Film. Also war auch so mein Eindruck, dass es eben nicht jedermanns Sache ist, weil das eben wirklich sehr weird und bizarr teilweise ist. Und auch, weil am Anfang denkst du noch so, ja, jetzt hier Beinhardes wie Sicario, Kartellchef. Und dann sagt er auf einmal, ja, ich will gerne eine Frau sein, ich lebe im falschen Körper. Und denkst, okay, das war jetzt unerwartet. Also ich kannte ja den Trailer vorher nicht. Ne? Und ja. Tja, und die meisten empfehlen den Film auch weiter. Also über 90% Weiterempfehlung. Ich weiß nicht, hatten wir das letzte Mal so hohe Weiterempfehlung? Weiß gar nicht. Über 90%. Krass. Sogar der oder die wahrscheinlich, die 5 Punkte gegeben haben, müssen den Film ja irgendwie weiterempfehlen. Weil es haben nur 2 den Film nicht weiterempfohlen. Wahrscheinlich die 2 Punkte gegeben haben. Joa, wie lautet denn der Tipp für nächste Woche? Der Tipp für die Sneak Nummer 1240 am 28.10., also die letzte Sneak vor Halloween, die letzte Sneak im Oktober, lautet nicht Kalifornien und nicht lustig. Hm. Und Erik, sind da schon Tipps eingegangen? Tatsächlich, ja. Also dann erzähle uns mehr. Ich habe zum einen einen Film getippt, da wir gerade irgendwie diese Goldene Palme-Filme haben. Es gibt ja einen, der hat auch gewonnen bei der Goldenen Palme, lief halt nicht nur im Wettbewerb. Das ist der neue Film von Sean Baker, der ja auch den Film The Florida Project gedreht hat. Und der heißt Anora, geht auch fast 2,5 Stunden. Und der könnte halt kommen, auch deswegen eben The Florida Project, wegen Nicht-Kalifornien und so, könnte schon irgendwie passen vielleicht. Und ja, passt auch vom Filmverleiher her. Das ist auch ein Filmverleiher, der häufig sneakt, also von daher. Ansonsten, der Martin hat noch getippt, City of Darkness. Weiß ich nicht, was das jetzt mit Kalifornien. Ich lasse mal hier den Trailer laufen bei mir. Ist da irgendwas mit Kalifornien? Nee, weiß nicht. Das ist irgendwie, sieht sehr irgendwo nach Asien aus hier im Trailer. Ein Kung-Fu-Film, würde ich mal sagen, oder so. Naja, der Cinebasti hat getippt, oder er hofft auf einen Horrorfilm, weil es ist ja der Horror-Oktober eigentlich und deswegen tippt er für die Sneak einen Film, der eigentlich erst im nächsten Jahr startet, nämlich Nosferatu, der Untote. Oh. Ja. Okay. Kann man auch den Trailer angucken, also mit hier auf kinocast.net einfach mal hingehen in den Bereich Sneak Preview Stuttgart, die Tipps für den 28.10., Da könnt ihr euch die Trailer mal angucken. Ihr könnt auch immer noch tippen. Das geht dann natürlich auch mit rein in die Tipps, die dann der Chris immer vorliest, wenn er da rechtzeitig noch postet, bevor der Chris den Auszug macht, dann bevor er auf die Bühne geht, sozusagen. Genau. Und dann gucken wir doch mal, was Neues anläuft im Kino und wie die Charts aussehen. Kino, Charts und Neustarts. Charts. Platz 5, der neue Film mit Christoph Maria Herbst, Der Buchspazierer. Auf Platz Nummer 4, The Apprentice. Den hätte ich ja gerne das nie gehabt. Das ist dieser Film mit Donald Trump hier. Ja, ja. Oder ja. Über Donald Trump. Platz 3 ist Smile 2. Platz 2, Die Schule der magischen Tiere, Teil 3. Platz 1, immer noch in Stuttgart, wegen dem regionalen Bezug, Cranko. Tatsächlich, also. Ja, der hält sich. Hält sich rumzusprechen, bis dann alle vom Ballett ist das, oder? Vom Ballett mal reingegangen sind, die da arbeiten. Und was läuft denn diese Woche an? Oh Gott. Also, diese Woche läuft irgendwie an hier, das ist ja ein völliges Durcheinander, kann das sein. wenn ich so die ersten drei sehe und beim dritten haben wir noch einen kleinen Funfact nebenbei, aber ja. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Dann kann ich den dritten machen. Ich fange an. Ich entscheide das jetzt einfach. Rubble und Crew, das große Kinoabenteuer startet, ein Paw Patrol Spin-off, in dem Rubble und seine Freunde im Fokus stehen. Wobei ich mir aber das war's für Kinder. 44 Minuten. Nicht sicher bin, ob der ins Kino kommt, weil er geht 44 Minuten. Ich glaube, das ist wieder so ein. Die Stream. Bringen aber ganz arg oft diese Paw Patrol Sachen ins Kino. Ja. Also da war ich. Ja, okay. Vielleicht. Würde ich mich mal nicht so aus dem Fenster lehnen. Vielleicht kommen da 2 Folgen oder so. Herr Erik. Es startet auch noch natürlich Horror Oktober, Terrifier 3. Punkt.
dritter Teil des blutigen Horrorspektakels. Okay, und dann startet Alter weißer Mann eine Komödie mit Jan-Josef Liefers, dessen Geschäftsessen bei seiner Familie zum Fiasko wird. Und den würde ich tatsächlich zum einen sehr gerne sehen und zum anderen hat, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, für diesen Film haben die Fantastischen Vier den Song dazu gemacht. Mhm. Okay. Und zwar Weekend Feeling müsste das sein. Der ist auf dem neuen Album drauf. Okay, machen die nur so jetzt? Die hatten noch letztens so einen Song rausgebracht. Wie weit willst du gehen? Das war da auch irgendwie so ein... Genau, hier guck, Weekend Feeling von den Fantastischen Vier ist der Titelsong der neuen Komödie Alter Weißer Mann. Ab 31. Oktober nur im Kino. Ich glaube sowieso, dass der Film... Ich prognostiziere dem Film mal einen Erfolg, weil der wird gerade überall beworben. Also überall im Fernsehen und überall sitzen da irgendwelche Leute, die mit dem Film zu tun hatten. Ja. Startet auch noch Anora, den habe ich ja gerade getippt. Hier, Sean Baker, der neue Film. Was haben wir noch? Salem's Lot, Horrorfilm-Adaption nach Stephen King. Blitz, ein Kriegsfilm von Steve McQueen über den Zweiten Weltkrieg. First Shift, den hatten wir in der Sneak, das ist der Uwe Boll-Film. Ja, genau. Oh, Entschuldigung, Blitz startet auf Apple TV. Das Action-Drama von Uwe Boll über den harten ersten gemeinsamen Tag. Der hat dir doch so gefallen, oder? Ja, das ist ein Film des Jahres für mich. Und ich glaube, wenn der jetzt anläuft, kommt bestimmt Uwe Boll mal vorbei und haut dir ein paar auf die Nuss. Wenn der sowieso seine Kinotour gerade durch Deutschland macht. Zu Recht. Dann gibt's ein paar auf die Nuss. Zu Recht, zu Recht. Genau. Ja, der war ja echt gar nicht mal so gut, ne? Habe ich gehört. Nicht selber gesehen, also nicht, dass mir da irgendjemand was... Ja, und ich bin sehr enttäuscht, dass du ihn noch nicht nachgeholt hast oder dich auch nicht drum kümmerst, den nachzuholen. Ich habe leider proaktiv keinen Screenshot. Ja, aber dadurch, dass er jetzt ins Kino läuft, kannst du ja kann ich mir mal angucken, meinst du? Ins Kino gehen. Also fände ich schon schön, dass du dir dann Samstagabend dafür mal Zeit nimmst und den Film anschaust. Samstagabend auch noch. Ja, klar. Bestes Ende. Ich möchte noch zwei Sachen kurz erwähnen. Es starten zwei Filme nochmal im Kino. Das eine ist der Film Godzilla Minus One. Und zwar startet der in einer speziellen Version, die heißt Godzilla Minus One Minus Color. Der startet also in Schwarz-Weiß, wie die alten Godzilla-Filme und mit in einer erweiterten Version mit irgendwie fast 20 Minuten mehr Material oder so. Klingt auf jeden Fall ganz spannend. Für die, die ihn nicht im Kino gesehen haben, ich bin ja da extra nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal reingehe. Ich warte auf eine geile Blu-ray, immer noch. Gibt's noch keine. Auf Netflix lief er ja schon. Und dann startet auch nochmal Black Sheep im Kino. Dieser etwas lustige Horrorfilm. Und jetzt im Horror-Oktober. Vielleicht mag das ja jemand. Horror-Oktober. Ja, so viel Horror-Oktober hatten wir gar nicht in der Sneak zumindest. Nö. Nee, nicht wirklich. War denn Don't Move irgendwie horrormäßig im das Heimkino? Das fahren wir gleich nach dem Trailer fürs Heimkino. Heimkino. Don't Move. Don't Move. Auf Deutsch, beweg dich nicht. Ja, die kann sich doch nicht bewegen, oder? Die hat doch irgendwas injiziert bekommen oder so. Voll schön, dass du alles spoilerst. Was also. Heißt Spoiler? Das war der Catch, der überall promotet wurde. Ja, es ist sehr, sehr krass. Also wir haben Kelsey Chow und Finn Wittrock in den Hauptrollen. Und Kelsey Chow spielt Iris. Und Iris ist, ja, der Film fängt damit an, dass sie morgens aufwacht neben ihrem Ehemann und kommentarlos das Bett verlässt, das Handy zurücklässt und ins Auto steigt und losfährt. Und erstmal wird gar nicht geredet am Anfang. Sie geht dann, fährt quasi in die Berge zu einer Stelle und dabei kommt dann raus, dass da wohl ein Unglück passiert sein muss, weil da ist auch so ein kleiner Schrein quasi aufgebaut. Und sie bewegt sich dann an den Abgrund von den Steinen und möchte eigentlich ihr Leben mehr oder weniger beenden wohl. Und just bevor sie das macht, wird sie angesprochen von nebenan, eben von Finn Wittrock, dessen Name ich schon wieder fast vergessen habe. ich muss gerade wirklich nachgucken. So ist es hängen geblieben. Richard. Der wechselt nämlich den Namen ab und zu im Film. Richard spricht sie dann an, erzählt dann seine sehr traurige Geschichte, dass er auch sehr gerne hier hochkommt, weil damals eine Ex-Freundin von ihm oder eine Freundin von ihm
auch, glaube ich, einen Unfall hatte und was weiß ich was und ihn das sehr belastet hat und er hat es überlebt und sie nicht. Und so kommen sie ein bisschen ins Gespräch, sie taut und Iris taut dann auch so ein bisschen auf und als Richard dann losläuft, läuft sie ihm quasi hinterher, weil sie sagt, ja gut, ist heute vielleicht doch nicht der Tag. Und man muss sich vorstellen, es ist so ein ziemlich verlassenes Gelände, es ist so ziemlich leer alles, nur zwei Autos stehen auf dem Parkplatz, und zwar das von Richard und das von Iris, und Richard hat halt Iris komplett eingepackt. Also die kann nicht wirklich einsteigen, was Richard ausnutzt, sie mit Elektroschocker außer Gefecht setzt und in sein Auto verfrachtet, und dann beginnt der harte Überlebenskampf für Iris, weil sie bekommt, wie es der Erik gerade schon gespoilert hat, ein Medikament gespritzt, was ihren Körper langsam zum Erliegen bringt. So nach und nach die Gliedmaßen, zuerst das eine, dann das andere. Nur halt, sie bleibt bei Bewusstsein, sie kann noch atmen. Also alles, alle Muskeln werden nicht niedergemacht, was auch schon so ein bisschen, aber okay. Und ja, es ist halt, dass er so wirklich so ein bisschen der Psychokiller ist und sie dann das Opfer, und sie wird halt innerhalb von 20 Minuten oder, ja, ich glaube doch 20 Minuten, weil sie stellt es auf ihre Uhr ein, wird sie bewegungsunfähig und kann dann nicht mehr laufen und kann nicht mehr reden und alles. Und sie schafft es dann, sich irgendwie da zu befreien, weil sie hat noch ein Taschenmesser dabei gehabt und er hat die Taschen von ihr nicht kontrolliert, kann sich dann losschneiden, dann kann sie türmen im Wald, trifft dann, rettet sich mit letzter Kraft in den Fluss, wo sie dann treibt, wo es dann schon sehr fahrig wird, weil sie hat ja eigentlich keinerlei Muskelspannung mehr im ganzen Körper und treibt wie ein Stück Holz dann im Fluss, was ich schon so ein bisschen fand, vor allem als dann die Stromschnellen kommen und mit riesen Steinen und so, wo du dann wunderbar auch siehst, wie eine Puppe im Wasser rumschwimmt. Das fand ich ein bisschen peinlich, to be honest. Und ja, es sie schafft es dann irgendwie da durch, rettet sich an Land, wird dann fast von so einem riesen Rasenmäher überfahren von Bill, der da so ein bisschen zurückgezogen in der Hütte lebt, der sie dann aufnimmt. Dummerweise Richard ihr immer auf den Fersen. Und es entwickelt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel und sie kann sich eigentlich nicht wirklich bewegen und sie kann eigentlich nicht viel machen. Schafft es aber trotzdem immer wieder, dem Richard zu entkommen oder dem Richard ein Schnäppchen zu schlagen. Was so ein bisschen, ja, sie ist auf jeden Fall nicht das erste Opfer von ihm, aber er scheint sich relativ dubbelig anzustellen, was das alles angeht. Und das Ganze steuert halt darauf hin, dass sie im Endeffekt, dass es so lang dauert, länger dauert als gedacht bei Richard, und dann kündigt sich bei Richard auch noch für den nächsten Tag seine Familie an, seine Frau und seine Tochter, die so, ja, wir müssen dich doch stören an deinem freien Wochenende und ja, bla bla bla, und wir kommen dann in die Hütte und blibablub. Ja, und wie es dann ausgeht, was dann noch so passiert, verrate ich natürlich nicht. Nur, es ist, ja, es wird teilweise beschrieben mit volle Kanne Terror, was ich irgendwie nicht so nachvollziehen kann, weil Richard sich echt anstellt, manchmal wie so ein Double. Iris muss zum Glück nicht sehr viel Text können für die Rolle, sondern hauptsächlich halbtot aussehen oder halt so ein bisschen so und blinzeln für Ja und Nein, das kriegt sie hin. Und ja, es ist kompakt, der geht ungefähr 90 Minuten, baut jetzt nicht so mordsmäßig die Spannung auf, also da hat man schon andere, da habe ich schon andere, stärkere Filme auch gesehen. Es kann man sich mal anschauen, aber ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, oh mein Gott, wenn ihr den nicht gesehen habt, habt ihr dieses Jahr echt was verpasst, sondern das ist eher so, ja, Netflix probiert was aus mit seinen Filmen, probiert da auch mal was richtig Spannendes auszumachen. Ist okay, aber nicht der Wurf schlechthin. Deswegen gibt es von mir auch 5 von 10 Punkten. Oh, weil, okay. Ja, er ist einfach in der Mitte, es ist ein Mittelklasse-Film mit ein paar starken Szenen, aber ich sage auch sehr, sehr vielen Schwächen. Also wenn ich dran denke, dass da auch wie die Polizei sich auch mal wieder verhält oder der eine Polizist sich verhält, wie viel Richard aushält und wie doof Richard aber auch gleichzeitig ist als Killer, was überhaupt keinen Sinn ergibt, und dieses Innere von Iris, dieser innere Kampf, eigentlich das Leben beenden zu wollen, aber dann doch da dagegen anzukämpfen, das ist noch ganz interessant zu sehen. Aber ansonsten, ja,
Wenn man nichts Besseres gucken kann, kann man ihn gucken. Ansonsten braucht man den nicht gesehen haben, den Don't Move auf Netflix. Mhm. Also der ist gerade weltweit Platz 2 auf Netflix. Die einzigen Länder, in denen er nur Platz 8 ist, ist Indien und Südkorea. Also wo Netflix verfügbar ist. Das ist krass, kann man ja so schön sehen auf der einen Webseite. Hm. Platz 1 ist Family Pack. Weiß ich nicht, was das ist. Weiß ich nicht, aber werde ich wahrscheinlich auch mal reinschauen. After discovering a mysterious card game, a family is thrust back in time to a medieval village where they must fend off dangerous werewolves at night. Ach, das ist dieser andere Film, den du vorhattest. Diesen mit Wölfen hier. Wie sind die Winterwölfe? Nee, was hast du? Ja. Der ist Platz 1 weltweit. Ja. Heißt halt im Englischen Family Pack. Soll ja so eine Art Jumanji sein. Hätte ich mal lieber den geschaut. Hm. Ja gut, der ist Platz 1, das sagt ja nichts über die Qualität oder Wertung aus. Ne? Ja. Aber ich habe den noch auf der Liste. Ich habe auch noch einen anderen auf der Liste da bei Netflix. Mal gucken, was nächstes ist. Vielleicht schaffen wir es auch noch irgendwie mal ins Kino, irgendwie in Venom oder so. Mal gucken. Ja. Oder Smile Venom 2. Ja. Würde mich hinterm Ofen vorloggen tatsächlich. Hm. Ich habe aber noch einen anderen Film, bevor du Schläferz machst. Ja, der geht ganz, ganz schnell. Also ich würde Schläferz geht auch schnell. Ich würde mich dann ganz kurz durchhasseln, und zwar hast du es ja schon angekündigt, Kung Fu Panda 4 habe ich auf Sky angeschaut, und man mag sich erinnern, Kung Fu Panda 1 war ein Mega-Erfolg, davon musste es eine Nachfolge geben, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, 2 hat schon abgebaut, 3 habe ich schon gar nicht mehr gesehen, aber den 4. habe ich gedacht, ja, den gebe ich mir nochmal, auch weil Jack Black ja wunderbar den Titelsong dazu beigesteuert hat mit Hit Me Baby One More Time, mit dem Cover. Und was soll ich sagen? Kung Fu Panda 4 hat mir gefallen. Es geht darum, dass Po, der Drachenkrieger ist, das halt voll auslebt, dass er der Drachenkrieger ist und auch seine Rolle da liebt und alles. Aber er soll einen neuen Drachenkrieger ausbilden, weil er wird einer der spirituellen Führer für das Tal des Friedens werden. Oder soll das werden? Das hat Meister Shifu, die Schildkröte, wir erinnern uns, bestimmt. Und ja, wie es dann halt so ist, Auftritt eines größeren Bösewichtes, in dem Fall das Chamäleon, das sich in sämtliche Formen verwandeln kann, egal ob größer oder kleiner, was ich sehr charmant schon fand, und trotzdem noch die Chamäleon-Eigenschaften auch dabei hatte, was ich auch sehr cool fand. Also eigentlich ein ganz cooler Bösewicht mit einem ganz klaren Plan, die möchte nämlich den Stab der Weisheit haben, um die alten Kung-Fu-Meister herbeizurufen und deren Stärke zu gewinnen. Weil das Einzige, was das Chamäleon nicht kann, ist Kung-Fu. Sie kann alles andere, sie kann zaubern und Dings, aber Kung-Fu kann sie nicht. Und sie möchte das damit erreichen und damit dann halt hier dieses den Tal des Friedens beherrschen und halt, ja, quasi Weltherrschaft. Und Po muss da nicht alleine durch, sondern Po wird noch verfolgt von seinen beiden Vätern, die sich irgendwie schwere Vorwürfe machen, dass sie ihn alleine haben gehen lassen und sich halt total Sorgen machen. Und Po ist auch nicht alleine unterwegs, weil Po ist unterwegs mit einer kleinen, schlagfertigen Füchsin namens Zen. Und wir erinnern uns an meine einleitenden Worte, er sucht ja einen neuen Drachenkrieger eigentlich. Aber auch Zen hat halt eine krasse Vergangenheit und hängt auch noch mit dem Chamäleon irgendwie zusammen. Sehr, sehr vorhersehbar das Ganze, was allerdings nicht schlimm ist, weil es ist immer noch im Großen und Ganzen ein Film für Kinder. Was ich allerdings extrem gut fand, sind tatsächlich die Kung-Fu- und Kampfszenen im Film. Das ist richtig gut choreografiert, auch wenn es animiert ist. Richtig cool gemacht, witzige Ideen drin. Bleibt sich immer dabei ein wenig treu, dass Po halt so ein bisschen der Tapsige ist, aber trotzdem weiß, was er da tut und einiges auch gelernt hat. Was echt, echt cool ist, was echt schon Spaß gemacht hat. Und was dann Spaß gemacht hat, sind die ganzen Witze für eben auch die erwachsene Generation, die da mit ihren Kindern das guckt. Also wenn ich da nur dran denke, Verfolgungsjagd in der einen Stadt, wo sie sind, mit der Polizei, und das sind so, ja, irgendwelche Bisons oder halt irgendwelche so Kuh-Dinger, also so massiv aufgepumpte Kühe.
und Poe halt hinsteht und sagt, huh, das sind aber viele Bullen. Und du halt weißt, ja, die werden von der Polizei gejagt, das sind viele Bullen. Also für die erwachsene Generation ist wirklich einiges zum Schmunzeln auch dabei, was mich auch sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Deswegen, ich kann den echt empfehlen. Ich kann wirklich sagen, hey, da mal reinschauen, muss man nicht mit seinem Kind machen, kann man auch allein machen, wenn man kein Kind hat, ist überhaupt kein Problem. Ich habe es gerade nochmal aufgewertet, weil er mir wirklich gefallen hat im Nachblick. Ich gebe ihm 7 von 10 Punkten für Kung Fu Panda 4. Okay. Doch, hat einfach Spaß gemacht. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es ist kurzweilig, hat seinen Charme und hat einige echt gute Szenen dabei. Deswegen, ich würde reingucken an den Leuten, anstelle der Leute, die es noch nicht gesehen haben. Macht man nicht so viel falsch. Macht auch gute Laune. Na gut. So. Na gut. Ich weiß auch nicht, ich fand die immer schlechter dann. Also der erste, der war noch okay und dann zweite war schon nicht mehr und der dritte, boah, furchtbar, da war ich auch im Kino, ja, glaube ich. Guck, deswegen sage ich ja. Na, mal gucken. Ja, Freitag habe ich natürlich den Schläferz geguckt. Den Schläferz, Octaman. Du meintest, du kanntest den schon, ja? Ja, ich habe den irgendwann mal gesehen. Der ist ja uralt, der ist ja irgendwie aus den 70ern oder so. Und der war wirklich ganz, ganz, ganz mies. Auch passend zu meinem Sneak-Film, auch aus Mexiko, der Film, also mexikanische Produktion. Wirklich mit so einem Latex-Anzug da, der Octaman, der dann immer aus dem, ganz, und der heißt Octaman, obwohl er nur 6 Arme hat und lauter so eine Dinge. Und hat einfach. Ja, guck mal, das ist genau das, weil du hast es, oder irgendwie kam es mit Octaman und ich hatte sofort tatsächlich diese Figur im Kopf und habe dann nachher mal gegoogelt und dann habe ich das Bild gesehen und ich so, ja klar, ist er. Und dann gelesen und so, ja klar, kenne ich. Also irgendwann hatte ich den wohl aus der Videothek mal da. Wie man es halt für die Jüngeren da draußen, das war eine Ortschaft, ein Laden, wo man reinging und entweder auf Videokassette ganz viel früher oder dann auf DVDs oder Blu-ray Filme ausleihen konnte. Die hat man dann wieder dorthin gebracht. Die hat man übers Wochenende nochmal so einen Tag gegen eine kleine Gebühr ausgeliehen. Cool. Gab so kleine Marken, die hingen da dran und konntest du dann nehmen und hast du dann unten die Kassette bekommen. Genau. Ich habe da mal gejobbt. Da konntest du währenddessen konntest du jede Menge Filme gucken. Das war geil. Jawohl. Ja, nee, Octaman, also filmmäßig absolut nicht empfehlenswert, aber es war so lustig, wie die beiden Kalkofe und Rütten das wieder eingebunden haben. Für die, die Schläferz nicht kennen, da wird am Anfang wird so ein bisschen was über den Film erzählt und tatsächlich, auch wenn es ein ganz mieser Film ist, wird so ein bisschen hervorgehoben, wer da der Regisseur ist und was der noch so gemacht hat und wer die Darsteller sind, woher man die kennen könnte und dann fängt der Film an und dann wird halt unten drunter immer, wie, was weiß ich, bei irgendwelchen ESC-Übertragungen, wenn dann unten die besten Tweets eingeblendet werden, werden halt hier immer so Kommentare von den beiden eingeblendet und das macht den Film einfach immer so lustig und nebenbei kann man ja dann auf Twitter schauen, dem Hashtag Schläferz folgen, da kommen dann Kommentare von anderen und zwischendrin wird dann der Film immer nochmal zusammengefasst, wo man dann merkt, okay, was hat man jetzt eigentlich da für eine Scheiße gerade die ganze Zeit. und das ist einfach so lustig. Und wie gesagt, man kann es ja jetzt auch auf RTL Plus. Ich habe mir jetzt dafür tatsächlich RTL Plus geholt. Ja, nur dafür, nicht für Stefan Raab. Nee, das gucke ich nicht. Also interessiert mich auch gar nicht. Aber weil ich das eine Mal den Schläferz verpasst hatte und genau, habe ich mir den dann auf RTL Plus mal schön angeschaut. Kann ich empfehlen, bei Schläferz mal reinzuschauen, wer es ein bisschen mit Filmen hält. Okay. Und jetzt gehen wir mal in den Serienbereich und da haben wir, glaube ich, eine kleine Überraschung parat. Serien. Dann, wenn alles geklappt hat, ist die Kate jetzt da. Hallo, Kate. Hallo. Na? Willkommen zurück. Hey. Ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Kommentare schreibt, ihr wollt die Kate wieder mal haben, da ist sie. Dann euer Wunsch ist uns Befehl. Es war zwar nur ein Kommentar, der das letzte Mal kam, nachdem ich aufgerufen habe, doch mal Kommentare zu schreiben, aber einer reicht schon. Der war so lieb. Wir gehen auf jeden Kommentar ein, ja. Der war so lieb. Aber fordert bitte nichts Unmögliches, aber wir tun, was wir können. Ja. Genau, ich bin dabei und wenn es um Serien geht, bin ich natürlich eure Ansprechpartnerin Nummer 1, während im Hintergrund ihr das Soundlenkrad meiner Tochter hört vom Bobbycar. Da muss man aufpassen. Nein, das ist nicht GEMA-pflichtig. Nein. Und zwar habe ich euch 2 Serien mitgebracht, wobei bei der einen ist es schnell abgehandelt, weil es ist schon die 3. Staffel. Und zwar möchte ich euch nochmal die Serie The Lincoln Lawyer ans Herz legen. The Lincoln Lawyer ist eine Anwaltsserie und unser Hauptprotagonist Mickey Haller muss einen neuen Fall annehmen in der
dritten Staffel, der aber Bezug auf die erste Staffel nimmt. Und zwar einen sehr starken Bezug. Und ich spoilere jetzt natürlich nichts, wobei wer die zweite Staffel gesehen hat, weiß, wer getötet wurde. Und ich mag diese Serie einfach unglaublich. Ich mag diesen Charme. Ich mochte ja, oder ich mag auch die Bücher. Die Götter der Schuld heißt das Buch, was die Vorlage für diese Serie ist. Und das ist einfach eine richtig charmante Anwaltsserie. Mickey Haller ist Strafverteidiger und nimmt halt auch Fälle an, wo jemand mal schuldig ist, weil er der Meinung ist, jeder hat einen Anwalt verdient, der alles für einen tut. Selbst wenn es nur einen einigermaßen guten Deal rausschlagen zu können, wenn es tatsächlich jemand ist, der schuldig ist. Aber in diesem Fall nimmt er wieder einen Fall an, wo nicht ganz klar ist, ob sein Klient tatsächlich unschuldig ist. Denn alles weist auf ihn hin, aber wir wissen alle, wenn alle Indizien auf einen zeigen, stimmt was nicht. So. Ich möchte euch einfach die Staffel nochmal oder die Serie ins Herz legen, weil ich muss sagen, die erste Staffel fand ich super, die zweite war solide, aber die dritte, ich glaube, für mich persönlich ist die dritte Staffel bisher sogar die beste, weil die sehr tief geht, sehr viel Bezug hat, sehr viel Mitdenken erfordert und auch sehr viel Empathie zeigt. Also muss ich sagen, ist eine richtig, richtig tolle Serie. Einfach mal reingucken. Kommt mal gut rein in die dritte wieder, ja. Ich bin da auch schon. Ja. Ich habe noch nicht durchgeschaut, aber. Ja, und auch, was es, wo der Weg auch dann hingeht und so. Hast du eigentlich den Film gesehen? Du erwähnst jetzt immer, hast du eigentlich mal den Film gesehen, The Lincoln Lawyer? Der lief auch mal in der Sneak. Nee, den habe ich nicht gesehen. In Kinocast Episode 211 können geneigte Zuhörerinnen das mal anhören. Vom 23. Mai 2011. Genau, den gibt es bestimmt auch irgendwo zum Gucken. Wahrscheinlich sogar auf Netflix. Mit Matthew McConaughey. Vielleicht gibt's ja und da. Ryan Phillippe war dabei. Und Marisa Tomei und William H. Macy. Lauter Bryan Cranston sogar. Hm? Oh, okay. Wen spielt Bryan Cranston? Weiß ich nicht mehr. Cisco. Hat auch neu angefangen, die Serie, wo er die Kanzlei übernimmt. Also hier in dem Film war es so, da ist er wirklich mit seinem Lincoln rumgefahren in die Ghettos und hat halt irgendwelche bösen Buben vertreten und ist dann so ein bisschen reingeschlittert in so einen großen Fall. Und da hat er überhaupt noch keine Kanzlei gehabt, weil die Kanzlei hat er ja in der ersten Folge von der Serie erstmal übernommen. Geerbt von dem, quasi, genau. Ja, wobei du musst, der Witz ist ja, dass im Buch, also im Buch, das heißt die Götter der Schuld, also wie auch die letzte Folge in jeder in der Staffel heißt, ist tatsächlich die dritte Staffel. Hm. Ist das eigentliche Buch. Und die anderen Geschichten davor sind Erinnerungen, die er im Buch verarbeitet, wurden daraus wurden Staffeln gemacht. Und das fand ich richtig cool. Wobei ich mit dem Buch noch nicht ganz durch bin, weil der Vorleser so dröge vorliest. Das ist echt anstrengend. Ja, dann aber das Buch ist an sich echt gut. Ja, nimmst du als Oldschool-Buch, dann kannst du deine eigene Pace anlegen. Das geht auch schon gar nicht. Kann ja nicht mitten in der Nacht, wenn meine Kleine wieder 2 Stunden meint, Party machen zu müssen, ein Buch lesen. Kindle. Ja, geht im Dunkeln. Nee, Hörbuch. Dann kann ich sie beruhigen und hüpfen und gleichzeitig mehr Buch hören. Multitasking. Bin eine Mama. So, die zweite Serie, die ich auf der Liste habe, muss ich sagen, fand ich extrem fantastisch. Schade ist allerdings, dass ich euch sagen muss, dass es keine zweite Staffel geben wird. Denn Netflix hat die Serie bereits abgesetzt. Was wirklich eine Schande ist. Und ich muss wirklich sagen, Netflix, dem wird das irgendwann auf die Füße fallen, wenn sie in ihrer Bibliothek lauter angefangene Serien haben, gute Serien, die nicht beendet werden anständig. Das wird denen irgendwann auf die Füße fallen. Und ich rede hier von der Serie Chaos. Chaos ist eine Serie mit Jeff Goldblum. Jeff Goldblum spielt Zeus. Ja, den Gott Zeus. Denn wir leben in einer Welt, das ist die ganz normale Erde, aber auf dieser Erde und vor allem natürlich in Griechenland glauben die Menschen noch an die Götter. Und die existieren auch noch. Also die bestrafen und man muss den Göttern huldigen und Opfer bringen. So richtig, wie es früher war in Griechenland, in der Antike, ist das halt im modernen Leben der Menschen immer noch so. Und Zeus ist allerdings ein bisschen auf einem
dann nennen wir es mal Midlife-Crisis-Trip. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es wird auch in der Serie erklärt. Es ist auch tatsächlich so in der Mythologie überliefert, dass die Götter ursprünglich Menschen waren, die diese Macht erst bekommen haben. Und jeder Mensch bekommt zu seiner Geburt eine Prophezeiung. Und somit hat Zeus auch eine Prophezeiung, obwohl er jetzt ein Gott ist. Und diese Prophezeiung, die lässt ihn nicht los, weil in der wird quasi gesagt, dass seine Familie und alles, was er sich erarbeitet hat, irgendwann fallen wird. Und das lässt ihm einfach keine Ruhe. Er hat ständig Schiss, dass was passiert. Und eines Tages sieht er was, was er auf die Prophezeiung hin interpretiert, dass es damit zu tun hat. Und somit verfällt er in einen totalen Wahn, dass jetzt alles vor die Hunde geht und dass er fallen wird, weil er ist der Gott der Götter. Seine Frau und sein Bruder Hades und sein Bruder, wie heißt er, Poseidon, Loki, finden das alles nicht so schlimm. Die sagen, er bildet sich das ein, es ist doch alles Tutti. Er hat doch da seinen Saft, den er jeden Tag trinkt, der ihn seine Macht hält und keine Ahnung. Möge der Saft mit ihm sein. Ja, es ist so ein Wasser, was da im Götterhain plätschert. Das trinkt er jeden Tag, damit seine Kräfte bar bleiben, wo sie sind. Wo dieses Wasser herkommt, wird alles erklärt in der Serie. Und parallel zu der Zeus-Geschichte sehen wir die Menschen auf der Erde. Und es gibt auch einen Erzähler. Und dieser Erzähler ist wie heißt der? Prometheus? Nee, wie heißt der denn? Der die Vorhersagen macht. Sein Bruder, ne? Ja, der ist auch sein Bruder. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der größte Prophet in der griechischen Mythologie? Komm gerade nicht drauf. Sokrates? Ja, Hades? Ich glaube, es war Sokrates. Philosoph. Nee, warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob ich es finde. Auf Anhieb. Auf jeden Fall, er ist der Erzähler und Prometheus, habe ich doch richtig gesagt. Und er ist der Erzähler. Und er erzählt von drei Auserwählten, die eine Prophezeiung haben, die miteinander zusammenhängt. Und das sind drei Menschen. Und wir lernen dann innerhalb der Serie diese drei Menschen kennen und lernen auch immer mehr oder feststellen immer mehr fest, was sie zusammenführt. Und im Laufe der Serie teilweise begegnen die sich, teilweise nicht. Aber alles, was sie tun, hängt miteinander zusammen und führt dann zum großen Abschluss der Staffel. Und was am Anfang tatsächlich ziemlich quatschig wirkt, weil auch Protestaktionen sind auf der Erde gegen die Götter und gegen den Staat, der die Götter verehrt und da irgendwelche Opfer bringt und so. Das wirkt dann schon sehr quatschig, weil dann so ein riesen Kackhaufen hingelegt wird und keine Ahnung. Und auch die Art, wie Jeff Goldblum halt spielt, ist halt ganz typisch für ihn, so ein bisschen überdreht und so. Und so denkst du am Anfang, soll das eigentlich eine Comedy sein? Aber nein, ist es tatsächlich nicht. Die quatschigen Elemente oder lustigen Elemente sind sehr cool, die gehören auch gut dazu, aber nach hinten raus wird es immer deeper. Also es wird immer bedeutungsvoller, immer mehr führt zusammen und ist dann auch eine große Gesellschaftskritik dabei. Ja, ich will nicht zu viel verraten, weil das Ende ist echt fantastisch. Und es zeigt dann halt auch, wie man Prophezeiungen verschieden deuten kann. Dass wenn du willst, dass in Situationen auf deine Prophezeiung passt, dann passt die, weil du sie in deinem Kopf dir passend machst. Und es ist wirklich, wirklich gut. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich fand es super spannend und habe mich so gefreut, dass diese Serie endlich rauskam, weil die war schon irgendwie seit 5 Jahren in Planung und in Produktion und keine Ahnung und ist aber ewig nicht rausgekommen. Und jetzt war sie dann endlich da und ist wirklich eingeschlagen. Also es gab viele Leute, die richtig gut fanden, aber scheinbar nicht zu viele, also nicht genug viele, weil sie, wie gesagt, nach einer Staffel schon abgesetzt wurde. Was wirklich eine Schande ist, weil das Ende ist relativ offen und man möchte eigentlich wissen, wie es weitergeht.
also sowohl mit unseren drei Erdlingen als auch mit den Göttern. Das ist schon echt schade, dass nicht weitergeht. Ich möchte ganz kurz noch was einwerfen. Ja. Zeus hätte nicht immer von Jeff Goldblum gespielt werden sollen, sondern ursprünglich von Hugh Grant, der allerdings Terminprobleme hatte und deswegen hat man Jeff Goldblum verpflichtet. Aber ich muss sagen, die Rolle passt total zu ihm. Dieser leicht durchdrehende Kauz, der Angst hat, seine Macht zu verlieren und auch so innerlich so wie so ein kleines Kind noch ist, was man dem Lolli wegnimmt und dann anfängt loszubrüllen. Ich finde, es passt voll zu ihm. Also dadurch, dass ich ja ihn in seiner Dokumentationsserie da auf Disney Plus gesehen habe, der ist ja so ein bisschen freaky und so ein bisschen bunt und durcheinander und so im echten Leben. Also der ist ja wirklich so ein bisschen weird. Und da passt diese Zeus-Rolle total zu ihm. Oder man hat halt die Rolle ein bisschen umgeschrieben, dass er ein bisschen mehr von sich zeigen kann. Kann ja sein, dass die ursprüngliche Rolle für Hugh Grant anders gedacht war. Aber ja, Hugh Grant wäre bestimmt auch lustig gewesen. Naja, egal. Ist vorbei, die Serie ist zu Ende, das ist eine Schande, aber ich finde, man darf sie trotzdem gucken und man darf sie trotzdem weiterempfehlen, damit Netflix merkt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Okay. So viel von mir. So, was war jetzt? Oh, danke, Erik. Du hattest noch eine große Überraschung an Serien. Was war das? War das eine? Hä? War das irgendwie geschrieben? Nee? Nein. Nee. Ich weiß nichts von der Überraschung. Ich bin die Überraschung. Ich bin dann quasi, ach so, du bist die, ach so, natürlich. Ich bin die Überraschung, weil ich mal wieder da bin. Nö, ich habe verstanden, du hast eine Überraschung im Seriensegment. Okay, also dann. Nee, das nicht. Dachte, aber da vielleicht dann nächste Woche. Keine Ahnung. Ja, na gut, ich hätte eine Überraschung für dich im Seriensegment. Ja, erzähl mal. Ich habe The Office Australien geguckt. Da will ich auch reingucken. Ja, genau, könnte was für dich sein, ja. Also, ja, aber es gibt eine neue australische Serie mit Western und ja, stimmt, Rinderfarm und so, Territory. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen. Ja, da habe ich reingeguckt und die ist leider echt gut. Ja. Ja. Nun ja. Aber The Office, erzähl. Ja, ist ganz okay, orientiert sich am UK-Original und mir fehlt so ein bisschen der Flow, den das die US-Version hatte, die ich ja sehr mag. Ja, aber sonst kann man die durchaus mal gucken. Ist halt, ja, hat halt ein interessantes Setup, dass eben nach Corona sollen halt alle wieder ins Büro zurückkommen, die alle mittlerweile Homeoffice machen und Australien hat ja ziemliche Entfernungen und so. Und weil sonst wird das Büro geschlossen, das steht halt im Raum und genau, und da versucht sie, also das ist eine Frau, die hier das Büro leitet, sie versucht halt da die Leute alle wieder rein und ja, das typische Office-mäßige. Ich gucke mal noch die Staffel zu Ende und schaue dann mal, ob ich dann, wenn da eine weitere kommt, ob ich die schaue, so richtig. Also ich könnte jetzt momentan sofort aufhören und ich würde nicht so viel vermissen. Es ist zwar ganz nett, aber ja. Hast du damals eigentlich in die Serie Fisk reingeguckt? Ja, hatte ich auch. Ja, mochte ich auch. Weil die war ja auch so herrlich gut. Habe ich dann aber auch irgendwie aufgehört und nicht weitergeguckt. Nein. Nun ja. Okay, jetzt gibt's noch ein bisschen was auf die Ohren in unserem Musiktipp der Woche für unsere Spotify-Playlist. Music. Nämlich aus dem Film Emilia Perez gibt's von Zoe Saldana und Carla Sofia Gascon den Song El Mal. Hört da mal rein, dann kriegt ihr ungefähr ein Gefühl dafür, wie es in dem Film abläuft, musicalmäßig. Okay, dann vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Chris auch. Vielen Dank. Und ja, gerne. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.